ob das jetzt Punk ist. Ich meine, was ist Punk? Punk ist, wenn man macht, was man will. Ne? Und egal, also wenn wir mit Goldstücken um uns werfen würden, dann wäre es immer noch Punk wahrscheinlich, weil wir einfach machen, was wir wollen dann, wenn wir es könnten natürlich. Das wäre halb so schwer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kesselpunks, dieses Mal mit dritte Wahl. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Neben mir sitzt Gunnar, seit 27 Jahren in der Band, oder? Seit 27 Jahren, ja. Wahnsinn. Ihr seid aber trotzdem irgendwie gefühlt so groß wie noch nie, oder? In eurer Karriere. Ja, wir spielen gerade unsere erfolgreichste Tournee im 27. Jahr. Das ist schon was uns sehr nahe geht irgendwie, weil bei den meisten Bands ist ja doch so, dass am Ende ist ja noch nicht das Ende vielleicht, aber dass es irgendwie so mit den Jahren meistens eher runtergeht als hoch. Und bei uns geht es gerade hoch und das ist natürlich toll. Und also wir nehmen jeden Augenblick mit im Moment und genießen das. Ja, ich habe euch beim Ruhrpott-Rodeo gesehen, da war der ja als Secret-Band unterwegs, ja. Die fliegen. Und trotzdem war es mittags um 2 oder wann ihr gespielt habt, waren schon brutal viele Leute da. Das war ja krass, oder? Ja, und der Alex ist ja ein Freund von uns, der das dort macht. Und der wollte halt nicht, dass er immer dieselben Bands auf dem Line-Up stehen. Und er wollte uns aber trotzdem haben. Und so haben wir uns dann irgendwas ausgedacht, damit das irgendwie geht. Und ja, war eine lustige Aktion. Und so, er hatte sich auch ein bisschen rumgesprochen, aber richtig geglaubt haben es dann doch viele nicht. Und es hat sehr viel Spaß gemacht irgendwie. Ja, wir sind dann nächstes Jahr auch wieder da. Zum Wohl? Ja. Lass uns mal über etwas Traurigeres reden. Ihr kommt ja aus Rostock. Es ist noch gar nicht so lange her. Da haben in Rostock noch die Asylbewerberheime gebrannt, 1992. Heutzutage brennen überall Asylbewerberheime, irgendwie Land auf, Land ab. Es vergeht eigentlich keine Woche, dass nicht wieder irgendwo was angezündet wurde. Hättest du gedacht, dass es so schnell wieder geht, bis man wieder vergessen hat, was damals war? Also ich habe auch gedacht, dass das eher weiter weg ist und ich bin auch total erschüttert jetzt von dieser ganzen Situation und das wird ja jetzt auch erstmal so bleiben. Also wenn ich da leben würde, wo die meisten Leute herkommen, dann würde ich mich da auch verpissen. So, und so sollten wir das auch sehen und ich denke, vielleicht wird es auch nicht so einfach werden, die alle unterzubringen und weiß ich was zu machen, aber wir müssen das so einfach machen und dass da die Häuser brennen und so, das ist... Es ist so beschämend, dass das jetzt wieder so kommt. Also es ist, mir fällt da auch nichts ein. Eine Frage, die alle Musiker und Fans, die gerne auf Konzerte gehen, beschäftigt haben, ist ja, war ja nach den furchtbaren Anschlägen in Paris, ob man denn überhaupt noch spielen soll oder auf Konzerte gehen kann. Habt ihr euch das auch gefragt? Also wir waren natürlich auch erschrocken darüber, dass sowas passieren kann und wir haben letzte Woche dann im Prinzip am selben Tag oder am Tag danach schon in Düsseldorf gespielt. Ich meine, man kann ja jetzt das gesellschaftliche Leben nicht ausklammern, das ist ja genau das, was sie sich vielleicht wünschen, irgendwie, keine Ahnung. Ich gebe ehrlich zu, dass ich schon längere Zeit immer mal so, nicht bei Konzerten jetzt, aber wenn man jetzt meinetwegen im Berliner Bahnhof ist oder so. Das sind schon so Orte, wo man drüber nachdenkt, wo ich mir das denke, okay, wenn ich jetzt so drauf wäre, das wäre vielleicht ein Platz, da könnte man was machen. So. Aber ich glaube, wenn man so paranoid ist, irgendwie, man kann auch auf die Straße gehen und dann fällt einem eine Ziegel auf den Kopf. Ne? Ich weiß nicht genau. Es ist schlimm und es ist aber auch ein Problem, wo wir nicht ganz unschuldig dran sind oder jetzt wir beide nicht, aber im Prinzip die ganze Gesellschaft. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann mal wieder beruhigt irgendwie, keine Ahnung. Also ich hoffe nicht, dass wir irgendwann so eine Zustände haben, dass die Leute sich nicht mehr zu Konzerten trauen, weil man nicht weiß, ob da irgendwas in die Luft fliegt. Das wäre ja total traurig. In meinem Spiegel wohnt ein schlecht gelaunter Mann. Angegraut und unrasiert lacht er mich böse an. Er sieht mir ähnlich, könnte fast mein Bruder sein. Ihr Penner. Kesselpunks gucken, das ist sein Channel. Skyl. Skyl.